Wie die, die ich kenne, weil so viel. Also der hat mir eben ja wahnsinnig viel Leben abgezogen. Das war halt schon, das war schon heavy. Wo sind das Vieh? Da hinten läuft's rum. Ui, da hinten ist ja auch noch einer. Oh ja, geh ruhig weg. Geh weg. Ich muss jetzt einfach rennen. Das bringt ja sonst alles nichts. Ich weiß allerdings nicht, wohin das Ganze denn jetzt gehen soll. Schlussendlich. Und ich weiß auch nicht, ob ich mich eben in die richtige Richtung bewegt habe. Das ist auch irgendwie schwer herauszufinden. Moment, hier sind Felsen. Das müsste dann schon. Das heißt ja gut, wenn ich von hier weg, also. Ja. Das müsste schon richtig sein. Es ist trotzdem sehr. Sehr kritisch, vielleicht muss ich auch hier lang. Weil da ist ja noch Licht. Ja, tatsächlich. Ich scheine wohl einfach den falschen Weg eingeschlagen zu haben. Na ja, gut, dann bin ich jetzt mal gespannt. Naja, und jetzt? Da vorne ist eine Laterne, ne? Hau ab! Ich glaube, das ist nicht so. Das ist nicht so gewollt, ne? Na, ich müsste jetzt mal rennen. Okay. Gut, er steckt immer noch. Gut, gut, gut. Frage ist, führt mich das jetzt zu der Hütte oder führt es mich zurück? Nee, das ist neu. Ja, also. Das kenne ich noch nicht. Schneiden. Ach stimmt, da habe ich ja. Es gab hier war ja einen Bolzenschneider. Richtig, richtig. Mach mal zu. Nicht, dass da noch irgendwas nachgekrochen kommt. Das wäre nämlich nicht so schön. So.
Na, jetzt ist die Laternenhilfe raus, aber naja, es ist ja hell genug für eine Nacht. Friere mir schon wieder den Allerwertesten ab, das heißt ja, ich bräuchte mal wieder Wärme. Aber wo kommen wir denn jetzt hin? Was soll das ganze Spektakel? Ja, ganz ruhig. Wir schauen erstmal. Oh, jetzt könnten auch wieder Wölfe kommen, weil jetzt gibt es ja wieder Laternen. Muss aber auch gut aufpassen. Ich meine, meine Gesundheit, die wird stetig sinken. Und da wir jetzt wieder an einem Risiko leiden, sozusagen. Was irgendwie, ist halt irgendwie komisch. Ach nee, da, ja, da vorne sind sie, die Tricksviecher. Oh, und da ist diese Hütte. Ja, hoffe ich doch mal, dass man mit... Ah, von da hinten, okay. Dass wir die Wölfe gut umgehen können. Los, renn, renn, renn. Und los. Keine Power mehr. Und die sind mir echt schnell hinterher gekommen, aber gut, jetzt kann ich in die Hütte rein und dann bin ich erstmal safe. Hoffentlich. Looks like this might be where those eco-terrorists were hiding out. Let's see if they left anything useful. Ja, puh. So. Ja, ich mache mir mal ein bisschen Licht an, aber ich glaube, ich benutze mal hier die Streichhölzer. Davon habe ich nämlich so viele und das sieht mir jetzt als Raum auch genauer. Das sieht. Was liegt denn da drin? Ah. Boah. Not much for guns, but. After what I've been through lately, better to be safe than sorry. Not gonna be able to carry this load for much longer. Ja, gut, aber immerhin, guck mal, wir haben da. Was war denn das? Ja, dann nimm halt nochmal eins. Ein grüner Schein erinnert mich an Fluch der Karibik. So, was haben wir denn hier noch so? Ah ja, ja, kochen, okay, ja. Eine schön ausgestattete Küche. Nee, also ich glaube mal, das andere Brikett, das schmeiße ich auch raus. Das ist ja irgendwie unnütz, wenn das schon nicht so viel, wenn es schon nicht so viel Wärme abgibt. Oh, gut, gut, bisschen was zu trinken. Kaffee, Tee. Ja. Das übliche Zeug eben. Ach, hoch geht's auch noch. Nee. Ist der mal Tisch? Ach ja. Oh ne, guck mal, die ist. Die kann, aber gut, die könnte ich jetzt gerade. Kann ich ja gerade leer tragen. So. Erdnussbutter, yummy. Ein verdorben. Lass mal das mal. Gut, einerseits
geht es in den Keller, andererseits geht es hoch, aber ich entscheide mich immer gerne mal zuerst für hoch. Ja, das war jetzt so anstrengend. Ja gut, der trägt halt hier seine Last mit sich rum. Ach, guck mal. Graumutters Schaukelstuhl. Aha. Aha, okay. Oh, 5 Patronen. Naja. Sportsocken. Ja, perfekt, um den Krieg zu überleben, ne? Ja, ich sehe es gleich. Also wir werden hier gleich wieder eine Inventur durchführen müssen. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Weil mit Rennen ist nichts mehr. Nee, Zeug, ja, das findet man halt irgendwie öfter mal. Arbeitsstiefel. Das macht mich halt irgendwie gerade alles so extrem. Extrem langsam. Das war ja auch irgendwie mal cool, so ein. So ein Geheimgang oder sowas. Entdecken zu können. Irgendjemand muss doch sowas mal gebaut haben für sich. Also. Weiß nicht. Wenn man schon auf so einem einsamen Inselchen lebt, dann kann man, entwickelt man doch bestimmt oder der eine oder andere so eine Paranoia. Ja, hier unten geht das Licht. Boah, geil. Eine Taschenlampe. Okay. Aha, aha, ja gut, die hassen halt Licht, die Wölfe, das weiß ich, aber was? So werden beispielsweise Taschenlampen durch das merkwürdige Leuchten im Himmel zum Leben erweckt. Ach so, also. What the fuck? Wo ist denn das Telefon? Ist das oben? Nee. Das ist ja blöd, ich wäre nämlich sehr gerne dran gegangen. Aber ich muss sagen, dass das confused mich etwas. Ah. Handschuhe. Ey, ich dachte eben, dass das wäre wirklich eine Hand. Oh, ja. Das ist schön. Kartennotiz eines Waldflüsterers. So. Kommt zur verlassenen Jagdhütte am Rande des Rätselparks. GPS-Koordinaten. Mhm. Okay. Ja, nichtsdestotrotz, ich möchte. Ja, ich möchte gerne das Telefon finden. Zum Klettern.
Ja, der jetzt bewegt er sich quasi ja gar nicht mehr. Mal gerade mal kurz die Lampe aus. So, gucken wir mal. Wo ist denn die? Ne, erstmal gucke ich, was ich denn so, ob ich irgendwas zum Umziehen habe. Neue Jacken, schöne Jacke. Ja, zieh mal an. Da dann wohl die. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt großartig was ändert, aber naja. Gut, dann kann ich ja aber die da rausschmeißen. Genau. Das kann weg. Kann weg. Handschuhe. Ja, nehmen wir die mal. Ja, 04. 04. Die haben auch 04. Ja, ich glaube, da ist der Unterschied. Das nicht groß genug. Oh, hier mal was Neues. Neue Socken. Die sich allerdings nicht lohnen. 1-1, 05. Ja, gut, dann sind die wohl besser. Die können raus und ja, die können auch raus. Wie sieht's denn jetzt aus? Ja, das ist durch das. Ach, das ist doch Kacke. Da kann weg. Warum wiegt denn alles 1 Kilo? Warum? Ja, kommen die. Ne, das macht jetzt aber irgendwie keinen Unterschied. Wir haben das Kletterseil weg. Das brauche ich ja im Prinzip schon. Das Gewehr ist halt auch toll. Da ist jetzt hier irgendwie ja nichts dabei. Was völlig unnötig ist. Gut, das ist jetzt halt eine gute Frage. Naja, weil rennen mag er trotzdem nicht, immerhin, er bewegt sich. Er bewegt sich schon mal ein bisschen schneller. Eigentlich habe ich das Gefühl, ich müsste das aufmachen können, aber es funktioniert wohl nicht. Ja, das ist halt irgendwie sehr. Also ich sehe hier keinen. Ich sehe das Telefon nicht. Ich weiß nicht, da ist. Das ist eine Kanada-Flagge und hier steht halt irgendwie alles im Weg. Vielleicht ist tatsächlich irgendwas oben. Was haben wir denn hier? Ah, Vorratsversteck und Jagdhütte. Ah nee, Quatsch, das Vorratsversteck war was anderes. Und im Prinzip haben wir ja das mit die Sachen mit dem Gewehr erledigt, weswegen wir ja auch wieder zurück könnten. Da ist das Telefon. Warum hat das denn unten so gebimmelt? Och Mensch. Moment, kann ich das laden? Nee, ne? Schade. Das hätte mich echt verdammt interessiert. Naja, ich muss mal hier kurz ein Päuschen machen. Einen Moment. So.
Dann schauen wir jetzt mal, ups, wie wir die verbleibende Nacht hier rumkriegen. Ich finde das halt. Ich finde das halt verdammt schade jetzt, dass wir das Telefon nicht erwischt haben. Ja, weiß nicht, ärgere ich mich so ein bisschen. Aber gut, aber das ist halt irgendwie, das war, naja, es war irgendwie ein bisschen buggy. Es war eben doof vom Ton her. Das sind dann, sagen wir mal, 3 Stunden schlafen. Ja, das war halt doof, weil, wie gesagt, an der Wand, das hat sich so angehört, als wäre es da an der Wand. Und wenn ich mich blöd gedreht habe, sprang der Ton eben vom linken aufs rechte Ohr. Und aber da war keinerlei also man hat nicht erkennen können am Ton, dass das Telefon in einem anderen Stockwerk hängt, wo noch ein Holzboden, eine Decke dazwischen ist. Ja, das war halt etwas blöd. So, sind die Lichter eigentlich jetzt weg? Kommen die nur nachts? Ich muss mal gucken, ob ich die Taschenlampe. Ja. Da vorne ist ein Fuchslein. Ja, Fuchs. Ja, wäre schön, wenn es ein Fuchs wäre. Nee, was wollte ich gucken? Lichtquellen. Taschenlampe. Batterie ist leer. Na ja, gut, das funktioniert halt nur bei. Ich glaube. Ich hole mir mal das Gewehr raus und lade es auch mal. In welche Richtung muss ich denn jetzt gehen? Beziehungsweise was ist denn jetzt hier gerade der Job? Kehre zurück. Okay. Also. Jo. Genau das eigentlich nur zurück. Gut. Oh nö. Nein. Mist. 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 Was hat denn hier jetzt wieder nicht funktioniert? Ich brauche einen Verband. Ah, Kacke. Ja, Antiseptikum. Oh, nö, kommt schon wieder. Need some first aid. Ich glaube, ich muss mal nochmal die Leuchtpistole schnappen. Das sind so Drecksviecher. Also. Ganz ehrlich, so, wo haben wir denn so einen Verband? Hier könnte ich doch sortieren. So. Gut, und Schmerzmittel. Alles klar. Es ist alles, müsste alles weg sein, ja. So, ich schnapp mir jetzt nochmal das richtige Gewehr. Was macht er denn hier? Jetzt müsste es mal geladen sein. Gut. Anscheinend hat er so irgendeine Hemmung. Ging halt ein bisschen blöd. Naja. Gut, jetzt können wir ja schon mal uns ein bisschen erproben mit dem Gewehr. Es ist aber, ich finde, was so kalt. Ich finde es aber halt sehr schwierig zu zielen.
Gut, das simuliert das auch schon ganz gut. Also man muss sich vorstellen, das ist ja Buschpilot. Ja, da ist er mit dem Gewehr wahrscheinlich ein Laie. Da kommt das hin, nicht so wie in anderen Spielen. Oh, ich habe eine Waffe gefunden und ich kann jetzt top damit umgehen und die Hand super ruhig halten. Das ist dann ja alles ein Stück weit arcadiger. Hier ist das dann schon realistischer. Wo ging es denn jetzt nochmal lang? Da durch, ne? Beziehungsweise, ah ne Quatsch, es ging ja genau, es ging da runter. Und dann kam man ja zu dieser. Ja, toll. Zu der Instandhaltungshütte da, wo wir das andere Gewehr repariert haben. So, ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe oder ob ich ein Feuer zwischendurch machen müsste. Gut, das wäre vielleicht gar nicht mal schlecht, um auch ein bisschen was vom Gewicht loszuwerden, ne? Das wäre vielleicht auch ganz gut, das vielleicht gleich zu machen, bevor. Ist eigentlich schneller, wenn er die Waffe weg hat? Nee. Ja, bevor die Gesundheit zu sehr absinkt. Schon blöd so schwer. Oh, Moment, hier könnten wir es doch gerade machen. Das wäre ja Brennstoff. Habe ich keinen Brennstoff? Na toll. Ah, klasse. Nun gut, ja, dann gilt es eben jetzt diese. Das die andere Hütte zu erreichen.